Und damit wieder herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Minecraft CoCraft. Ja, wie ihr hier seht, Leute, ich habe ein bisschen weitergespielt und zwar gestern Abend im Stream für die Leute, die den Stream nicht verfolgt haben. Ab und zu solltet ihr vielleicht auch im Stream vorbeischauen, wenn ich streame, denn ich werde ab jetzt auch verstärkt CoCraft spielen. Und für die Leute, die es nicht wissen, dort hinten habe ich das Endportal entdeckt auf der Suche nach einem Pferd, das ich immer noch nicht gefunden habe. Wie man leider Gottes sieht, denn ich habe ja kein Pferd. Ich habe kein Pferd. Ich habe kein Pferd gefunden. Ja. Das macht mich schon ein bisschen depri. Wie? Es fällt wieder in drei Klötze so auseinander. Ich dachte immer, das droppt als Boot. Gut. Gut, es ist dann halt kein Boot geworden, es ist ein Klotz. Können wir noch ein paar Creeper abfarmen. Hier haben wir noch ein bisschen Lava. Hier beginnt das Schneebiom wieder. Das heißt, ich darf nicht so weit von zu Hause entfernt sein. Und zwar da. Ich habe das Leuchten in der Aua! Boah, die schießt. Die sind gut. Die sind gut! Perfekt, Leute. Ich muss sowieso wieder ein bisschen Dings farmen. Wie heißt das? Was muss ich farmen? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Kann man den nicht aufheben? Doch, kann man doch, oder? Nö, kann ich nicht. Geht nicht. Konnte ich nicht aufheben. Ein paar habe ich aber gekriegt. 6 Pfeile habe ich wieder. Ja, schnell nach Hause. Und für die anderen Leute, ich war auch im Nether drin. Dort hinten ist das Nether-Portal, das ich gebaut habe mit der Hilfe. Das war rohes Fleisch. Mit der Hilfe von einem Gestell, denn ich kann ja leider kein Dings abbauen. Also nicht so schnell. Ich kann leider nicht so schnell. Nicht so schnell Dings abbauen. Obsidian. Also es dauert halt ein bisschen, bis das abgebaut ist. Nein! Ersatzschwert! Ich muss langsam echt mal anfangen zu verzaubern. Hätte ich jetzt Milch, würde ich sehr wahrscheinlich nicht sterben. 17 Sekunden Gift. Das wird wohl nichts mehr. Ich werde jetzt sterben. Bumm. Nein, ich werde nicht sterben. Oh, oh, oh. Ja, ich habe tatsächlich mit einem Herz überlebt. Und ich habe leider das Bett nicht hier, sondern das Bett ist natürlich woanders. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wo mein Spawn ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gespawnt bin oder ob ich von irgendwo gekommen bin. Aber ich glaube, das war nicht mein Anfang. Der Spawn dürfte, glaube ich, sehr weit weg sein. Das macht es natürlich noch schwerer, den Weg wieder hier hinzufinden. Ich würde heute auch gerne wieder anfangen, jetzt in den 15-Minuten-Folgen, die ich ja leider online nur, also auf YouTube zumindest nur mache, heute mal wieder ein bisschen zu bauen oder wenigstens schon mal wieder ein bisschen Material ranzubringen. Ja, und zwar bräuchte ich definitiv noch Holz, aber ich brauche das Eichenholz. Ne, Birkenholz. Birkenholz brauche ich. Ich brauche mehr Birkenholz. Dafür brauche ich eine Axt. Eine Axt brauche ich, Leute. Axt Refresh. Kriege ich bei Netto. Das sollte erstmal reichen an Axt. Ich werde mal gleich kurz hier ein bisschen leer machen. Hier kommt davon nichts mehr rein. Doch, eine Karotte kommt hier rein. Die Weizenkörner aber nicht. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen.
Nein! Wo ist mein Bogen? Perfekt, Leute. Gleich ein bisschen FPS-Drops bekommen. Ich brauche jetzt erstmal schnell Erde. Das ist keine Erde, das war die Erde. Das war schon richtig. Ich muss das hier zubauen. Zack. Wenigstens ist die Weizenfarm nicht explodiert. Ah ne, ich baue jetzt erst eine Crafting Bench. Ja, genau. Bauen wir erstmal eine Crafting Bench. Wo ist die jetzt? Ich muss mich jetzt ein bisschen, glaube ich, beeilen. Ich glaube nämlich, die Sachen bleiben nur 5 Minuten stehen. Machen wir mal einfach noch 3 Truhen schnell. Machen wir das so. Und so schnell. Ja, und hauen hier erstmal alle Sachen rein. Scheiße natürlich, dass das jetzt passiert ist. Das heißt, ich muss wieder neu sortieren. Ach, das ist halt jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, Leute. Jetzt ist hier alles umsortiert. Klasse. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ich nehme erstmal die Erde mit. Das Problem ist, ich muss das natürlich jetzt so ausfüllen, dass da drinnen nichts spawnen kann. Oh, der hat mir schon ein ordentliches Teil hier weggejumpt, aber zum Glück nicht vom Haus. Das ist schon mal ein Vorteil. Hä, war das? Ach, das war hier uneben, ne? Na, ah, das war uneben. Kacke. Ja, das mit dem Creeper war natürlich jetzt ein bisschen scheiße, Leute. Ja, aber nichts, was man nicht repariert bekommt, würde ich sagen. Ah, den habe ich da aus Versehen im Stream hingebaut. Das war aber ein Versehen. Zack, habe ich auch noch. Boom, boom. So, hier muss ich sowieso gleich ein bisschen umbauen. Und zwar werde ich jetzt hier... wie mache ich das denn jetzt? Ich will... Hab das hier ein bisschen alles ein bisschen schief gebaut. Ich muss das hier alles eben machen. Alles. Wenigstens ein bisschen eben machen. Dafür habe ich mir halt keine so gute oder geile Stelle ausgesucht, Leute. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Nachteil. It's a spider. Geh weg, geh sterben, Stück Scheiße. Ich muss das hier auch alles ein bisschen mehr ausleuchten. Habe aber jetzt im ersten Fall vor, Bruchstein zu schmelzen. Funktioniert ja, glaube ich, ne? Ja. Zack, ich will Bruchstein schmelzen. Und zwar, um den richtigen Bruchstein wieder herzubekommen. Den richtigen Stein. Zack, und zwar den hier. Und dann baue ich damit, ich bräuchte mal eine Schaufel. Ich wollte ja eigentlich hier oben in der zweiten Etage erstmal die ganzen Kisten machen. Das werde ich nicht tun, denn ich werde das jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde mir noch eine Tür craften. Ja, alles wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich werde das hier unten mit Stein verkleiden und mir dann unter dem Haus hier mein Truhenlager errichten. Was der hier macht, weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau.
Aber warum der so tief saß jetzt? Der andere sitzt auch so tief, ach so. Ja, dann fällt die Tür raus. Und zwar mache ich das jetzt bumm, bumm. Ja, perfekt. So gefällt mir das. Hier fehlt Glas. Das mache ich jetzt auch weg. Und hier ist das Problem, dass man ja nicht reinkommen konnte. Sollte aber jetzt eigentlich damit behoben sein, oder? Ach, ich kann da gar keine Tür. Ich kann auf den Half-Steps kann ich keine Tür setzen, ne? Wie es aussieht. Ne, geht nicht. Ich kann nur auf den vollen eine Tür setzen. Gut. Ist natürlich jetzt auch wieder scheiße. Das wusste ich auch nicht. Dass ich das nur auf den vollen Step setzen kann. Ja, dann muss ich das ein bisschen anders machen. Ich muss dann also doch hier zwei Steps draufsetzen oder was, damit ich da eine Tür reinkriege oder wie. Kann doch nicht sein. Ich hatte doch vorhin auch nur Half Steps da drin, oder bin ich blöd? Das war doch vorher nicht so. Kann doch nicht sein. Jetzt müsste ich hier Half Steps hinsetzen und müsste das dann auf eine Ebene hier einfach machen. Ja, hole ich dann auch nochmal Half Steps rein. Holz. Wo habe ich den Holz? Aber dafür brauche ich auch wieder das teure Birkenholz. Aber ich habe mal Birkenholz Steps. Geil. Perfekt, Leute. Perfekt. Sieht doch schon mal besser aus. Upsala. Ist egal. Lass mal den erstmal so. Und ich habe natürlich jetzt die Chance hier. Das jetzt hier so schön eben zu machen. Kann mir meinen Stein, glaube ich, schon abholen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 21 Stück. Das ist doch schon mal wieder was. So, gehen wir hier raus. Und wie mache ich das jetzt? Die Schaufel kaputt. Ja, jetzt könnte ich hier meinen Stein setzen. Wird natürlich jetzt noch mal um einen Block kleiner hier. Perfekto. Brauche ein bisschen mehr Bruchstein. Zack. Ich weiß, das sieht jetzt nicht hübsch aus, Leute. Aber das ist alles noch ein Provisorium. Ja, alles noch ein Provisorium. Das hat alles hier noch keine Hand und Fuß. Perfekt, haben wir auch wieder clear gemacht hier. Und sollte natürlich wieder reichen, einfach um neue hin zu machen. Ne? Ich glaube, wir müssen noch nicht mal die alten benutzen, weil wir die nicht brauchen. Aber damit kann ich jetzt auch wieder Brote backen und Kühe züchten. Ja, 33 Weizen. 33 Weizen haben wir. So, hier haben wir noch ein paar. Oh, wir haben jetzt zwei Stacks Weizen zusammen. Das ist gut. Die Folge ändert sich aber auch schon wieder, nähert sich dem Ende hier. Das ist natürlich jetzt auch nicht so. Perfekto.
Ich möchte natürlich jetzt, dass hier drinnen keine Creeper spawnen. Das wollen wir natürlich immer nicht. Machen wir das auch mal hier kurz. Ein bisschen ausleuchten hier. Weil das war bisher mein größter Fehler, glaube ich. Der hat mir auch ein bisschen Glas weggesprengt, glaube ich. Ja, das ist nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm, dass das mal hier ein bisschen weggesprengt hat. Dazu kam, das ist so einer der Gründe, warum ich jetzt auch mal endlich zum... du warst ein Fehler. Die Mine werde ich auch wieder zumachen. Ich werde dort hinten eine neue Mine machen. Oder beziehungsweise am Berg. Wenn das alles mal ausgebaut ist, richtig. Perfekto. Birkenholz. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Am besten natürlich so. Komm schon. Ja, Leute, die Folge geht schon wieder zu lang. Ich muss die leider jetzt hier beenden erstmal, Leute, weil wir sind jetzt bei den 16 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr immer noch Vorschläge habt für Minecraft Corecraft, was ich bauen soll, wie das hier endlich mal weitergeht oder was ihr am liebsten seht, ob PvE oder das Crafting-Ansichten, dann sagt es einfach, schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen. Ich versuche dann auf all eure Vorgebungen hier einzugehen. Also Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.